Uns wurde das ja gesagt, dass es passieren wird. Ich hätte es nicht geglaubt. Ohne Wiederhersehen. Es ist krass. Es ist einfach krass. Du kannst ruhig fragen, alles fragen. Gell? Das ist unser Saufverein, gell? Was? Die Leute, die sagen, sie hören alles, die haben was zu verheimlichen, sage ich dir. Aber jetzt machen wir aus. Ja. In ihrer über 50-jährigen Bandgeschichte hat diese Band über 40 Millionen Tonträger verkauft. Wie schafft es ein 77-jähriger Mann, drei Generationen mit einem Hit zu verbinden? Wir sagen Dankeschön! Er ist ein Flipper! Und wieso feiern eigentlich alle Olaf den Flipper? Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flipper. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich weiß es noch nicht so ganz. Wir sind mit einem absoluten Rockstar auf Tour. Schau dir das mal an, was ich gerade in dem Flippers-Buch gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es so wird, aber wir sind einfach mit Olaf von den Flippers heute unterwegs. Wir fahren nach Malle. Olaf von den Flippers ist der Typ von Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Oh, hey, auf was lassen wir uns da ein, hey? Wie schafft es dieser Mann mit 77 Jahren, Generationen zu verbinden? Meine Oma hat die Flippers schon gehört. Und jetzt feiern das Teenager von 10 bis irgendwie Mitte 20. Gleich ist 10 nach 11. Lass mal ans Security schauen, ob er da ist, ob wir ihn abholen können. Ob wir ihn erkennen. Wäre auch geil, wenn es Perücke ist, die er trägt. Die schönen Haare, alles Fake. Die Schlagerwelt, ein Riesenfake. Vielleicht werden wir es rausfallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist alles authentisch. Schlager ist alles real. Jahrelang umsonst gearbeitet bei irgendwelchen Kack-Radiosender, nur um heute nach Malle fliegen zu dürfen. Bisschen wie warten auf den Weihnachtsmann früher. Also. Du, hey, lass dir Zeit, alles gut. Wir sagen Dankeschön. Also bis heute Abend. Ja. Hallo, es freut mich sehr, Lukas vom SWR. Hi, Ruben, sag. Soll ich Olaf oder der Herr Flipper sagen? Olaf. Herr der Flipper. Du sagst einfach Olaf, gell? Also macht's gut, gell? Ja, ciao. Ich hatte mir echt überlegt, ob ich dir einfach ein kleines Gastgeschenk mitbringe. Ich habe mir echt überlegt, also was schenkt man jemandem, der eigentlich ja irgendwie. Du lässt mich jetzt an zum Kaffee. Wir setzen uns da hin hier irgendwas. Oh, so lange. Alles Weltklasse. Die Bube sind schon da. Ja, ja. Ich hab gerade hier. Ja. Wir fliegen auch noch Teneriffa, wir fliegen nicht nochmal. Das ist schwierig, ne? Also buch doch schnell um. So, jetzt. Also dann hier. Was? Oh. Ohne Kaffee geht gar nichts, gell? Wie heißt das Lied? Wir sagen Dankeschön. Olaf, ich hab alles von dir durch. Ich hab mir sogar das Buch gekauft. Nein, das gibt's. Ich hab's sogar dabei. Nein, ja, klar. Da ist ja so ein legendäres Bild von euch drin, wo ihr so eine Party im Pool macht mit so Delfinen. Ihr seht aus wie absolute Rockstars. Weißt du, welches ich meine? Nee, zeig mal. Komm mal her, warte mal, pass mal auf. Ja, das. Oh, das ist ja so, aber das ist ja. Ich hab das noch bei meiner Oma. So ein Durchschnitt. Ach, von der Oma. Ja. Ja, das war 1974 bei Heidelberg in einem Hotel. Ja. Und da gab es die Platinverleihung. Ja. So, ja, ja, und da sind wir mit den Mädels ein bisschen geschwommen, weil wir sind ja Delfine. Gell? Ja. Du kannst ruhig fragen, alles fragen. Okay, wie viel Geld verdienst du heute? Das weiß ich gar nicht. Wie, das weißt du nicht? Ist dein Konto schon so gefüllt, dass es dir egal ist? Nein, das macht alles meine Frau. Also, euer und meine Tochter, die werdet ihr nachher noch kennenlernen. Ja. Meine Tochter, ich weiß es gar nicht. Ich bin zufrieden, sagen wir mal so. Ja. Jetzt machen wir mal Flieger, jetzt gehen wir ja, mal wir rüber. Gehen mal in Flieger jetzt, ja. Buch zu, Buch da zu. Steht alles drin. Oh, er randaliert. 20.30 Uhr, Megapark. Wir sind die größten Fans. Also, dann sind wir da. Ohne wieder hier sind. Was ist das? Was ist das? Hey, wie siehst du uns? Na, wenn ich euch sehe. Aber dann merkt ihr meinen Namen. Ich heiße Valea. Wie, was? Valea. Ja, das ist. Wild. Du kannst, ja, ich, da, ja, und ihr wolltet rauchen gehen. Ja. Bis Selfie sind wir jetzt in der ersten Reihe und müssen jetzt noch länger im Flieger sitzen als eh nötig. Wollte ich gar nicht so, dass ich als Erster da rein. Bisschen unangenehm fast. Ja, ja, das. Und du sagst ja auch noch davor, nee, das passt schon, ich stelle mich hier. Ja, nein, ja. Nein, kommen Sie. Ja, ja, gut. Und dann auch so hier die Schlange, mach mal Platz. Ja, ja, nee, das war mir jetzt.
nicht so gerne. Das ist immer das Schwierige als Sänger, wenn du so kalt angeblasen wirst. Verstehst du? Das ist. Aber ist in der Schlagerwelt nicht eh alles Playback? Sagt man das nicht? Jetzt ist kein Playback hier. Jetzt ist kein Playback. Nee. Wenn ich auftrete, ist immer live. Ja. Und selbst wenn du dann Fehler machst, vollkommen wurscht. Ja, mei, passiert, oder? Also das ist ja dann auch das Authentische. Aber jetzt machen wir aus. Ja. Ich muss jetzt echt kurz auf Toilette. Also ich will nicht sagen, dass Olaf viel redet, aber er redet sehr, sehr viel. Mein Wort an seines Kleinen. Und das sind so geile Geschichten. Das sind so unglaublich interessante Geschichten. Aber ich krieg die nicht alle in meinen Kopf rein. Und kann einmal kurz durchatmen. Wir sind im Lande, Anflug nach Malle. Olaf! Also, wir sehen uns, alles klar, gell? Megapark, 20:30. Heute? Ja, heute, nachher. Wir sehen uns. Ja, alles klar, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Guck mal, Simon, wie meine Handschuhe anziehen sollen. Es ist so heiß, Alter. Olaf redet noch mit ein paar Fans. Und es wäre einfach nur ein Pool. Wie viele Meter haben wir jetzt geschafft vom Flugzeug bis hierhin? Ah, jetzt ist es soweit. Jetzt hat er ihn erwischt. Jetzt gibt's ein Foto. Ich weiß nicht, ob Olaf zu seinem Termin rechtzeitig kommt. Oder er geht direkt so vom Flughafen halt Richtung Megapark. Hallo, oh, hey, freut mich sehr, Lukas. Hi. Hi, grüß dich. Hey. Hallo, mein Engel. Ja, du, Mann. Ja, ist später. Also. Tschüss, bis gleich. Also ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber irgendwie kenne ich den Kerl da links. Hier, guck mal, kennst du den da? Wer ist es? Ja, Michael, hier. Ja, Lukas alles klar, Dschungelcamp, großer Fan. Olaf und Pia sind weg. Okay, warum? Hat nicht so lange gedauert mit den Koffern jetzt bei dir. Ja. Bereit für den zweiten Teil? Ich glaube. Die Tochter von Olaf. Pia hat schon ganz nervös geschrieben, wann wir denn kommen. Ja. Weil wir haben nur anscheinend bis 16.45 Uhr Zeit. Wie war denn dein erster Teil mit Olaf so bis jetzt? Was mich wirklich beeindruckt ist, wie viele Fotos er mit seinen Fans macht und wie er jedem, egal wer es ist, sagt, hey, hier, du bist willkommen. So, du bist willkommen in meiner Olaf-Fan. Er ist sogar stehen geblieben, als er am Telefon war und jemand was von ihm wollte. Ja, er hat fertig telefoniert, Wahnsinn. Gewartet und dann ein Foto mit ihm gemacht. 5 Minuten telefoniert, aber gewartet und dann ein nettes Foto mit ihm gemacht. Ja, verrückt. Olaf will ja mit uns Eis essen gehen. Was glaubst du, was ist der so für ein Typ? Ich habe schon das Gefühl, das ist ein richtiger Vanille-Eis. Ich glaube irgendwie auch, ja, Mann. Richtiger Spaghetti-Eisbecher. So. Voll. Boah, aber hey, nichts gegen Spaghetti-Eisbecher, Mann. Ich hoffe. Wo gehen wir jetzt hin? In unsere Lieblings-Eisdealer. Seit wie vielen Jahren seid ihr da? Seitdem wir hier sind. Hitze ist natürlich jetzt ganz schön. Es ist brutal. Also schön, ich glaube, wir 35 Grad haben wir oder 36. Ja, durch den Sport, so, ich schwitze nicht so schnell. Gell? Bei mir dauert es ein bisschen. Und die Haare verdecken das ja perfekt bei dir, weißt du, auf der Stirn. Ah, das wollte ich hören, das wollte ich hören. Das habe ich auch gehört, dass du nur deine Frau da ranlässt an deine Haare. Ja, selbstverständlich. Na, die macht das seit 40 Jahren. Die weiß jeden Wirbel. Ja. Achtung. Da oben hänge ich ja wunderbar neben meinem Wolfgang. Wir sind auf Malle. Mit der Unterschrift. Ah, ja, guck mal hier. Mit der Unterschrift. Das war, wann waren wir hier bei euch? 4 Wochen war das. You sell this T-Shirt? Ja, sell no. If I pay you 100 euros. 100 euro. Would you sell it then? Ja. Now you have another one. Yeah, okay, that's true. Yeah, nice T-Shirt and you sign. Yeah, okay. That's how you make deals in Mallorca. Yeah, okay. Also, thank you. Ja, yeah, thank you, ja. Yeah. Okay, yeah. So, aber das hat mir jetzt gerade gefallen. Yeah. Hättest du jetzt auch eins holen sollen, hättet ihr einen Partnerlook gegen. Ach so. Ja, stimmt eigentlich. Darf ich dir das noch mal kurz geben? Ich hole mir da jetzt auch eins. Also, jetzt guckst du mal, gell. Weil es jetzt auch nicht so richtig. Ja. We go full Malle. Okay, schönen danke, Urlaub bei Ihnen. Danke. Gut, danke. 40 Jahre Flippers. Ja, genau. Für meine Mama. Für die Mama. Olaf von der Flippers. Hey, Olaf. Hey, Olaf. Was geht ab? Olaf, machen wir ein Foto. Können wir ein Selfie machen? Und jetzt noch nicht so viel trinken. Erst heute Abend. Gell? Guck dir das mal an. Ne? Also. Danke, Olaf. Ich hab Hunger. Wunderbar. Also absolute Weltklasse. Gell? Absolute Weltklasse. Es ist absolute Weltklasse. Guten Appetit allerseits. Gell, bis später. Tschüss.
Hey, ich unterbreche mal kurz an der Stelle und frage euch, habt ihr auch schon Fotos mit Olaf gemacht? Und wenn ja, wo? Schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Das Schöne in der Musik ist ja, glaube ich, jetzt, war früher manchmal nicht so, als Musik verbindet. Ja. Egal, was du von der Musikrichtung machst oder hörst, das ist Musik. Ja. Ja, und ich bin auch so ein Typ, wenn mir etwas nicht gefällt, naja, dann schalte ich halt ab. Aber ich habe trotzdem Respekt vor der Musik, wenn es nicht meine ist. Ja. Sag ich, aber klasse. Das sind auch Leute, Mädels wie Buben, die da üben, machen und Weltklasse sind. Aber ist nicht gerade meine Sache. Aber, aber trotzdem ist es super. Und wie gesagt, wiederhole mich, Generationen verbindet die Musik. Was hörst du gerade privat? Alles. Alles. Alles, ich höre alles. Alles. Die Leute, die sagen, sie hören alles, die haben was zu verheimlichen, sage ich dir. Also, nee, außer, okay. Außer vielleicht Free Jazz. Ein ganz großer in der Musik, der sagte einen folgenden Satz. Ich sage dann auch, wer das gesagt hat. Wenn das Publikum begeistert ist, ist es Unterhaltung. Wenn nicht, ist es Kunst. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Einer der größten. Matthias Reim. Nein, wer war es? Erzähl. Louis Armstrong. Louis Armstrong, okay, ja. Habt ihr letztes Jahr schon gesehen? Nee. Doch, tatsächlich. Also gut, alles klar. Ich weiß nicht, wann wir oder ob wir hier nochmal wegkommen, weil das hat sich so ein bisschen so entwickelt in eine ganz wilde Richtung jetzt. Ich frag Olaf gleich, ob er das Wort Nein überhaupt kennt. Guten Abend, Olaf. Tschüss. Sag mal, weißt du, was das Gegenteil von Ja ist? Nein. Ich hab's mir fast schon gedacht, weil du sagst ja zu niemandem Nein. Ich dachte, vielleicht kennst du das Wort gar nicht. Jetzt gehen wir weiter. Alter, bye. Olaf, der Flipper. Bye, bye. Vielen Dank. Tschüss. Olaf macht gerade Fotos mit dem SC Vollrausch. Dreh dich mal um hier da. Ess erstmal auf hier, gell? Das ist unser Saufallen, gell? Was? Das will ich auf jeden Fall erstmal erholen von dem Ding. Digi, ich hätte es nicht geglaubt. Also wirklich, ich meine, uns wurde das ja gesagt, dass es passieren wird. Ich hätte es nicht geglaubt. Ja, ich bin jetzt gerade im Hotelzimmer wieder angekommen. Und ich dachte ja wirklich, dass das Superstar Life einfach geil ist. Und dass es absolut was für mich wäre. Ich könnte es nicht. Ich habe weder die Geduld noch die Nettigkeit besitze ich, um das so durchzuziehen wie er. Aber ey, es ist krass. Es ist einfach krass. Ja. Findest du, ich bin unique und einzigartig? Du bist auf jeden Fall fresh gekleidet für das, was wir jetzt vorhaben. Bist du bereit fürs große Finale des heutigen Tages? Ehrliche Antwort, nee. Ich auch nicht, aber wir machen es einfach trotzdem. Wir ziehen es jetzt durch. Echt? Das ist alles für Olaf, ey. Ja, Mann. Und Olaf hat ja auch gesagt, es wird sensationell. Was sagt er noch? Weltklasse. Mhm. Weltklasse und sensationell. Das sind drei Lieblingswörter. Auf Platz 1 ja, auf Platz 2 Weltklasse, auf Platz 3 sensationell. Also, Grube, bringt mir das Flugzeug gut nach Münster. Ja. Hey, das ist echt frech, die haben mich jetzt eiskalt abpassiert. Ich dachte, es wird ein mega Joke, dass ich das gleiche Hemd wie Olaf trage, weil der sich das ja auch gekauft hat. Jetzt trägt ihr was ganz anderes und ich habe diese Scheiße hier an, hey. Das ist so richtig billiges Plastik, hey. Oh, ich höre die Stimmung schon, hey. Ich habe so Bock. Bitte das Phänomen Olaf der Flipper. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre in die Flipper. Die Flipper, die Flipper. Olaf der Flipper!
nehmen die in den Arm. Hier, Foto hier, Foto da, und hier, ah ja. Und der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wirklich alle das komplett feiern oder ob sie es vielleicht ironisch meinen. Aber das ist auch schön, dafür haben wir diese ganze Reise, dafür machen wir ja das ganze Ding. Ich habe auch mit vielen Fans gesprochen und die haben alle gesagt, hey, es ist einfach sensationell. Es ist sehr sensationell, ich sage es auch schon. Es ist sensationell, es ist Weltklasse. Weltklasse, wie Olaf auftritt und so weiter und so fort. Und dass er einfach Spaß verbreitet. Aber ich habe uns eine kleine Postkarte als Erinnerung für die schöne Zeit auf Mallorca. Mein Sommer mit Olaf, das sieht aber gut aus hier. Genau so ist es. Es wird Weltklasse. Hey, was geht ab? Ich bin's nochmal. Liebe Grüße von der Couch. Das war Folge 1 von Mein Sommer mit Olaf. Wollt ihr noch einen kleinen Teaser für nächste Woche? Wir sind bei Florian Silbereisen. Wo genau? Komm mal näher. Komm mal näher. Backstage. Ja, genau. Meine Oma würde mir die Hammelbeine langziehen, wenn sie wüsste, wie ich mit ihr rede. Arschloch. Wenn ihr wissen wollt, warum mich Jürgen Drews Arschloch genannt hat, lasst uns ein Like da, kommentiert gerne und vor allem abonniert den Kanal. Also, schlaf gut. Weltklasse, gell? Bye, bye. Alles Gute. Ciao.